Gestank in der Luft, verbranntes Styropor am Straßenrand. Ein Tag nach dem Großbrand am Ostermontag bei Wiesenhof startet die Suche nach der Brandursache. Die Löscharbeiten wurden heute Mittag abgeschlossen. Das Unternehmen will nun mit der Produktion auf andere Standorte ausweichen. Die Anwohner sind noch immer schockiert. Ja, 1:15 habe ich aus der Tür geschaut und dann sah ich diese hellen Wolken erst. Und dann habe ich gedacht, Nachbarn da an der Lewingsberg, die verbrennen noch irgendwie was. Und dann bin ich ins Haus gegangen, habe ich Jacke angezogen, weil ich mittags immer eine Fahrradtour mache. Und dann habe ich den großen Qualm schon gesehen, habe ich meinen Mann gerufen, sieh, da stimmt doch was nicht. Ja, und dann bin ich auf dem Fahrrad und bin gleich hier im Pickerweg und die Querstraße und dann hier vorne und dann sah ich das schon, dass das Wiesenhof war. Traurig, sehr traurig. Erstens die ganzen Arbeiter, die kommen von weit und breit, ne? Die Polzer zur Ecke viel, ne? Die hier arbeiten. Also geschockt, will ich mal so sagen, ist man. Insgesamt wird der Schaden zurzeit auf eine zweistellige Millionenhöhe geschätzt. Weitere Infos zum Thema gibt es in der gedruckten Ausgabe der OV und im E-Paper.